أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، ما هم بأمة سيدي حاشا فليسوا الأكفياء، ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin, liebe Geschwister, Allah Azza wa Jal bezeugt, dass wir es lieben, diese ich dachte nur, die Schwaben sind geizig, aber benutzte Batterie. Du erzählst, aber das wird ein langer Abend heute. Schon mal rein? Nein. Okay. So. Allah Azza wa Jal bezeugt, liebe Geschwister, dass wir es lieben, diese, inshallah, gläubigen Gesichter zu treffen und dass wir euch für Allah Azza wa Jal lieben, ob wir euch kennen oder nicht kennen, denn eine Sache verbindet uns und es ist die gewaltigste Sache, die zwei Menschen miteinander verbinden kann, und das ist die Liebe für Allah Azza wa Jal. Wir sind Brüder im Islam. Und Allah Azza wa Jal, er sagt uns im Koran, liebe Geschwister, innama al-mu'minuna ikhwa. Verstehe diese Ayah, lieber Diener Allahs. Wahrlich, die Gläubigen sind Brüder. Allah Azza wa Jal hat den Glauben verbunden mit der Bruderschaft. Und wisse, dass wenn du einen Bruder liebst, ohne dass du ihn für Allah Azza wa Jal liebst, dann ist diese Liebe eine persönliche Liebe für dich und nicht für Allah Azza wa Jal. Aber wenn du deinen Bruder liebst für Allah Azza wa Jal, dann erwarte bei Allah Azza wa Jal einen gewaltigen Lohn yawmul qiyamah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er berichtete uns, dass am Tage der Auferstehung Diener, geehrte Diener, auf Lichtthrone sitzen werden. Gewaltige Lichtthrone, liebe Geschwister. Dann werden die Propheten und die Shuhada, die Märtyrer, die auf dem Weg Allahs Azza wa Jal gefallen sind, an ihnen vorbeikommen und sie werden sie beneiden. Die Sahaba wollten wissen, wer sind die Menschen am Tage der Auferstehung, die von den besten aller Menschen beneidet werden, von den Propheten und von den Märtyrern. Er sagte, es sind diejenigen, die sich für Allah geliebt haben. Allahu Akbar. Und wisse, wenn du deinen Bruder für Allah liebst, dann muss Allah dich lieben. Allahu Akbar. So leicht kannst du die Liebe von Allah Azza wa Jal verdienen. Warum liebst du deinen Bruder? Weil er dich manchmal zum Döneressen einlädt? Ist das der Grund, warum du deinen Bruder liebst? Das darf niemals der Grund sein. Denn wenn er keine Moneten, Masari, Fluss mehr hat, dann entfernst du dich von ihm. Er sagt, kein Döner, keine Freundschaft. Nein, sondern wir lieben unsere Brüder für Allah Azza wa Jal. Und die Schwestern lieben sich gegenseitig ebenfalls für Allah Azza wa Jal. Und du siehst, subhanallah al-azim, dass Allah Azza wa Jal uns mit seiner Gnade... Allahu Akbar. Das ist ja...
So kann man auch jemand sagen, dass man nicht mag, was er sagt. Alles Gute. Am besten bleibst du neben mir sitzen heute, Inshallah. Wie viel hast du noch davon? Na, dritter Versuch. Was denkst du, Hakta, wie lange hält die? Tja, soll ich weniger reden, damit ich nicht so viel verbrauche? Schaut, liebe Geschwister, ganz gleich, wo sich die Muslime befinden, ob sie im Osten sind oder im Westen, ob sie im Norden sind oder im Süden, ich möchte euch sagen, dass die Distanz zwischen uns keine Rolle spielt. Fühlst du mit deinen Brüdern in Syrien? Fühlst du mit deinen Brüdern in Tschetschenien? Fühlt ihr mit euren Brüdern in Irak? Es ist für uns nicht ausschlaggebend, wie weit wir zueinander entfernt sind, denn wir sind alle ein Körper und wir haben alle ein Herz und dieses Herz schlägt für niemand anderen außer für Allah Azza wa Jal. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es etwas sehr Besonderes, was Allah Azza wa Jal uns gegeben hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nur die Gnade geben, dass wir für ihn lieben und für ihn nicht lieben. Der heutige Vortrag, liebe Geschwister, man, es ist wahrlich ein sehr, sehr wichtiger Vortrag. Bist du ein Mu'min? Bist du ein Gläubiger? Wenn ich dir die Frage stelle, Diener Allahs, und jeder von uns ist ein Diener Allah, ob er möchte oder nicht, liebe Geschwister. Denn Allah Azza wa Jal hat all seine Diener erschaffen. So sagt er uns im Koran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Und ich möchte, dass du eine Sache verstehst, Diener Allahs. Eine Frage. Hat Allah dich vorher gefragt, ob du erschaffen werden möchtest? Antwort. Antwort. Nein. Allah hat dich einfach erschaffen. Er hat es so bestimmt, Subhanallah. Sein Recht? Nein. Frage. Wenn Allah dich nicht gefragt hat, ob du erschaffen werden möchtest, und er hat dich einfach erschaffen, und sei ehrlich, du liebst das Leben, oder? Möchtest du heute sterben? Möchtest du heute sterben? Wenn ich dich frage, möchtest du heute sterben, dann sagst du nein. Wenn ich dich frage, warum, dann sagst du, ich liebe das Leben. Sollst du dann nicht denjenigen lieben, der dir dieses Leben geschenkt hat? Allah Azza wa Jal. Aber Allah hat dich nicht sinnlos erschaffen, sondern er hat dich erschaffen, damit du ihm dienst, alleine dienst, o Diener Allahs, damit er dich, wenn er deine Seele nimmt, und es eine reine, tugendhafte Seele war, für ewig in das Paradiesgarten eingehen lassen. Allahu Akbar. Frage, verdienen wir mit unseren Taten das Paradies? Antwort, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat uns gesagt, liebe Geschwister, dass keiner durch seine Taten in das Paradies kommt, es sei denn, Allah ist mit ihm barmherzig. Dann fragten sie nicht einmal, du, o Gesandter Allahs, er sagte nicht einmal ich, außer dass Allah mich in seine Barmherzigkeit einschließt. Das sagt derjenige, der alle Sünden vergeben bekommen hat, liebe Geschwister. Allahu Akbar. Wenn Allah uns in das Paradiesgarten eingehen lässt, dann nur durch seine Barmherzigkeit. Nicht wir haben es mit unseren Taten tatsächlich verdient. Nein. Das heißt, was möchte Allah Azza wa Jal von dir? Auf der einen Seite wirst du es nicht schaffen, mit deinen Taten das Paradies zu betreten. Auf der anderen Seite, lieber Diener Allahs, braucht Allah Azza wa Jal deine Anbetung nicht. Braucht Allah, dass du betest? Nein. Wenn wir alle das gläubigste Herz hätten, das Herz von Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam, würde Allah reicher werden? Nein. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِ. Derjenige aber, der sich abmüht auf dem Wege Allahs, so müht er sich nur für sich selber. طيب, subhanallah al-azim. Und ich möchte jetzt eine Antwort von euch. Auf der einen Seite, Allah braucht unsere Anbetung nicht. Auf der anderen Seite, wir schaffen es niemals mit unseren Taten, das Paradiesgarten zu betreten. Dann frage ich dich, o Diener Allahs, mit welcher Weisheit hat Allah dich erschaffen? Den Grund kennen wir, damit wir ihm dienen. Aber mit welcher Weisheit, damit er dich danach in das Paradiesgarten eingehen lässt? Allah. Möchtest du ihn nicht endlich anfangen zu dienen? Und ich frage dich noch einmal die Frage, bist du ein Gläubiger, o Diener Allahs? Viele behaupten das von sich. Er sagt, ich bin ein Mu'min. Und er klopft sich auf das Herz, als ob er dem Herz ein Signal geben will, lebst du noch? Ich bin ein Mu'min. Er schreit es in die Welt hinaus, liebe Geschwister. Und du siehst, dass er nicht betet. Du siehst, dass er im Monat Ramadan nicht fastet. Du siehst, dass er mit Sünden überhaupt keine Probleme hat. Und er sagt über sich, er ist ein Mu'min, ein Gläubiger. Hört, was Allah Azza wa Jal, der Allmächtige, uns im Koran sagt. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Und unter den Menschen gibt es welche, die sagen, wir glauben an Allah. Und den jüngsten Tag, das ist ihre Aussage, Allah sagt, sie sind nicht Gläubige. Wer traut sich noch zu behaupten, ein Gläubiger zu sein, nachdem Allah ihn als Lügner enttarnt hat? Und es gibt welche unter den Menschen, sie sagen, wir glauben an Allah und den jüngsten Tag, aber sie sind nicht Gläubige. Du sagst mir, du bist ein Mu'min, ein Gläubiger. Ich glaube dir 100%. Denn ich kann nicht in dein Herz hereinschauen. Was du mir sagst, das glaube ich dir. Nur, ich stelle dir eine Frage, lieber Diener Allahs. Ist es nicht wichtiger, was Allah Azza wa Jal von dir weiß? Wallahi al-Azim, du kannst uns allen erzählen, dass du der beste Gläubige bist. Aber wer weiß tatsächlich Bescheid, ob du ein Gläubiger bist? Hä? Allah Azza wa Jal. Er sagt uns, وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا. Und wisset, dass Allah eure Herzen kennt, darum sieht euch vor ihm vor. Passt auf. Passt auf, was ihr sagt und was ihr tut. Was bist du bei Allah? Ein Gläubiger? Oder ein Munafiq? Liebe Geschwister, der Munafiq wird gelobt für etwas, was er gar nicht ist. Er wird gerne gelobt für diese Dinge. Aber tatsächlich ist er dieses nicht. Und ein Gläubiger, er lässt sich nicht betrügen. Wenn jemand zu ihm kommt und sagt, du bist ein Gläubiger, dann lässt er sich nicht auf dieses Gespräch ein. Wenn er wissen möchte, ob er ein Gläubiger ist, dann schaut er in den Koran und in der Sunna nach. Im Buche Allahs und in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Denn das ist unser Spiegelbild. Hier können wir erkennen, ob wir tatsächlich Gläubige sind oder nicht. Der Munafiq, was auch immer du ihm sagst und es stimmt nicht und er weiß, dass dieses nicht stimmt, so liebt er es, dafür gelobt zu werden. Und wenn du an diesem Munafiq, an dem Heuchler etwas kritisierst, so tut ihm dieses sehr, sehr weh. Er hasst diejenigen, die ihm einen guten Ratschlag geben. Liebe Geschwister, dieser ist ein Munafiq. Und das ist mein Ratschlag. Achte nicht auf das, was die Menschen dir sagen, lieber Diener Allahs. Bei den Menschen bist du bereits im Paradies. Wenn du eine arme Person bist und die Menschen sagen dir, du bist reich, bist du dann wirklich reich? Oder bist du nicht immer noch arm?
Und die Wörter der Menschen haben dich wallahi nicht reicher gemacht. Nicht um einen Cent. Und es nützt dir nichts, was die Menschen sagen. Denn Allah Azza wa Jal erkennt dich. Kennst du auch Allah? Wenn wir jetzt hier in die Runde fragen, wer ist Allah? Subhana. Was könnten wir sagen über Allah, liebe Geschwister? Wallahi, wir wissen nicht viel über Allah. Wüssten wir, wer Allah ist, würden wir ihn lieben und ihn anbeten. Und wehe dir, dass Allah Azza wa Jal etwas in deinem Herzen sieht, was du mehr liebst als Allah Azza wa Jal. Allah schaut jetzt gerade in diesem Moment und er schaut immer auf unsere Herzen. Was ist in unseren Herzen? Abu Sulaiman, rahmatullah alayhi, er wurde gefragt, was ist die beste Tat von einem Diener gegenüber Allah, seinem Herrn? So überlegte er hin und her. Dann sagte er, an yattali' Allahu ala qalbik, fayara annaka la turidu min ad-dunya wal akhira illahu. Was ist die beste Tat, o Abu Sulaiman, der du so viel Wissen in Koran und Sunna hast? Was ist die beste Tat, mit der wir Allah begegnen können? So sagte er, dass Allah auf dein Herz schaut und er sieht in deinem Herzen, dass du nichts mehr begehrst als ihn zu behalten. Ist es so? Haben wir vielleicht nicht doch eine Liebe, die wir an dieselbe Stelle stellen von Allah oder noch höher? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Und unter den Menschen gibt es welche, die lieben etwas, wie man nur Allah Azza wa Jalla lieben kann. Geld, Frauen, Autos, was auch immer diese Dunya hergibt. Frage, lieber Diener Allahs, gibt es etwas in deinem Leben, was du vor Allah Azza wa Jal stellst? Allah hat diese Leute Mushrikun genannt. Götzendiener! Wehe dir, dass du etwas gleich oder mehr liebst als Allah! Und unter den Menschen gibt es manche, die lieben etwas, wie man nur Allah Azza wa Jal lieben darf. A'udhu billah. Es gibt Leute, wenn er das Geld schnuppert, dann hört er auf, Allah Azza wa Jal anzubeten. Es gibt Leute, wenn er eine Frau kennenlernt, hört er auf, Allah Azza wa Jal anzubeten. Gibt es etwas, was du mehr liebst als Allah? Frage dich, o Diener Allahs. Und ich möchte, dass du eine Sache verstehst. Du darfst als Diener Allahs nichts mehr lieben oder gleich lieben wie Allah subhanahu wa ta'ala. Es gab einen von den früheren, liebe Geschwister. Er war ein Blinder. Es gab einen Grund, warum er blind geworden ist. Er war sehr wohlsehend. Aber er hatte eine der Sünden, die viele von uns haben. Er schaute auf fremde Frauen. Aber diese Sünde hat er nicht geliebt. Er hat dieses nicht an sich geliebt, liebe Geschwister, weil er wusste, er darf nichts lieben, was Allah Azza wa Jal nicht liebt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, أَوْثَكُ عُرَى الْإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ. Der stärkste Knoten im Glauben. Willst du testen, ob du einen vollständigen Glauben hast? Ist, dass du für Allah liebst und für Allah Azza wa Jal nicht liebst. Liebt Allah die Sünden? Nein. Also dürfen wir die Sünden lieben? Nicht mal an uns selber. Dieser Mann, er hat den Frauen hinterher geschaut. Aber er hat es verabscheut, dass er diese Sünde gemacht hat. Aber er ist jedes Mal schwach geworden. Hört, was er gemacht hat. Er hat seine Hände gehoben und gesagt, ja Allah, mache mich blind, dass ich die Frauen nicht mehr begehre als dich.
Hat er die Frauen mehr geliebt als Allah? Antwort: Nein. Einer der Salaf-Gelehrten, er hatte damals wunderschöne Sklavinnen gehabt, liebe Geschwister. Und eine der schönsten Sklavinnen, die er besessen hat, hat er sehr geliebt. Und damals waren die Sklavinnen erlaubt. Nicht das, was man in der heutigen Zeit sagt, ja. Du stellst eine Sekretärin ein und das ist deine Sklavin, mashallah, wer hat dir das gesagt? Nein. Damals waren tatsächlich die Sklavinnen, in dieser heutigen Zeit gibt es keine Sklavinnen mehr. Es gibt Brüder, mashallah, der reist durch die ganze Welt, um das zu erforschen. Er würde zu gerne eine Doktorarbeit darüber schreiben. Wo finde ich tatsächlich hier noch Sklavinnen? Aber schaut, subhanallah al-azim, dieser Salaf-Gelehrte, er hatte einmal Besuch von einem Gefährten von ihm. Er sagte zu ihm: Welche findest du am hübschesten von ihnen? Dann sagte sein Gefährte: Die, sie hat ein Vollmondgesicht. Im Deutschen, wenn du das sagst, Vollmondgesicht, Mondgesicht, dann kriegst du eins auf die Rübe. Aber bei uns im Arabischen, das ist eine Auszeichnung für die Schönheit. Subhanallah, er sagte: Das ist die schönste. Dann sagte der Besitzer dieser Sklavin: Nimm sie, damit ich Allah beweise, dass ich nichts mehr liebe in dieser Dunya als ihn. Leute, die Allah Azza wa Jal mehr geliebt haben als ihr eigenes Gelüst. Was liebst du mehr? Ich frage dich eine Frage, und es ist tatsächlich eine schwere und wichtige Frage, lieber Diener Allahs. Was ist deine größte Sorge in diesem Leben? Was ist deine größte Sorge? Und ich liebe es, dass man mir antwortet. Was ist deine größte Sorge in diesem Leben? Du mit dem roten Pullover. Deiner ist noch roter. Du, na. Was ist deine größte Sorge in diesem Leben? Sahha. Okay, er sagt, seine größte Sorge ist die Gesundheit. Na, in Schwarz, was ist deine größte Sorge in diesem Leben? Schirk zu begehen. Dass man neben Allah etwas anderes anbetet. Okay? Du im Hemd, was ist deine größte Sorge im Leben? Na, na. Ja, zu versagen. Nicht ins Paradies zu kommen. Nicht in das Paradies zu kommen. MashaAllah. Nein. Von Allah nicht geliebt zu werden. Von Allah Azza wa Jal nicht geliebt zu werden. Wir haben unterschiedliche Antworten gehört, liebe Geschwister. Und du solltest eine Sache verstehen, lieber Diener Allahs. Deine größte Sorge sollte die Akhira sein, das Jenseits. Dass du dieses für einen geringen Preis verkaufst. Dass Allah dir die Akhira nimmt, aufgrund von einer Sünde, die du gemacht hast. Ist Allah imstande dazu? Ey Wallah. Viele Menschen haben ihre Akhira verkauft. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte uns: Fitanan ka qita' al-layl al-muzlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira yabi'u dinahu bi'arad. Es werden Versuchungen kommen, so dunkel wie die Nacht. Du wirst sie nicht sehen, sie kommen eine nach der anderen. Versuchung. Ey Allah, und wie viele Versuchungen haben wir in dieser heutigen Zeit? Versuchungen, die die Sahaba in dieser Art und Weise radiallahu anhum nicht mitgemacht haben. Sie haben in der damaligen Zeit die Frauen gefürchtet, dass sie so eine Versuchung unterliegen. Und damals waren die Frauen bedeckt. Was sagen wir in einer Zeit, wo die Frauen unbedeckt sind? Einmal sah Imam Ahmed, rahmatullah alayh, den Knöchel einer Frau. Ihr wisst, was der Knöchel ist? Das ist hier dieser Part, liebe Geschwister. Er sah den Knöchel einer Frau und sagte: Was für eine gewaltige Fitna. Welche Knöchel sehen wir heute?
Allahu Akbar. Sie haben die Fitna der Frau gefürchtet, obwohl die Frauen in dieser Zeit bedeckt oder unbedeckt waren. Bedeckt waren. Und deswegen verstehe, lieber Diener Allahs, Allah kann dich mit einer Sünde einfach so in die Irre gehen lassen, wenn du Allah beweist, dass du diese Sünde mehr liebst als ihn. Jeden Tag haben wir diese Prüfung. Ey Wallah. Jeden Tag? Jeden Tag. Ein Sheikh hat erzählt, ein Bruder, der sehr praktizierend war, er hatte einen langen Bart und er hatte Sunna-Kleidung. Dieser fing an plötzlich zu arbeiten. Und es ist kein Problem, dass man arbeitet, nicht, dass man mich falsch versteht. Aber schaut, wenn man nicht die Akhira als größte Sorge hat, was passieren wird. Dieser hatte ein paar Wochen gearbeitet gehabt. Das letzte Mal, als er dann gesehen wurde, er hatte sich sein Bart etwas gekürzt. Und nach einer Zeit noch mehr gekürzt. Plötzlich hat er andere Kleidung getragen, als die, die er sonst immer getragen hat. Und du konntest förmlich mitsehen, wie sich seine Sorge um die Akhira wandelte in die Sorge zur Dunya. Kennt ihr Leute, die angefangen haben zu arbeiten und jetzt nicht mehr in die Moschee kommen? Kennt ihr Leute, die angefangen haben zu arbeiten? Nochmal! Nicht, dass man denkt, arbeiten ist haram. Nein, du musst arbeiten. Aber mit welcher Absicht arbeitest du? Um so viel Geld zu scheffeln, dass du diese Dunya genießen kannst und du vergisst dabei Allah, der dir dieses Geld gegeben hat. So hast du die Tür aufgemacht zum Irregehen. Und wenn Allah mit dir nicht barmherzig ist, Wallahi, dann wirst du in diesem Zustand sterben. Möge Allah Azza wa Jalla nur unsere Seelen nehmen, wenn er mit uns zufrieden ist. Was ist deine größte Sorge? Die Dunya oder die Akhira? Antworte mir. Oder nein, antworte mir nicht, denn ich weiß, du wirst mir etwas anderes sagen, als das, was du wirklich im Herzen hast. Du denkst dir vielleicht jetzt, ich möchte die Dunya und die Akhira. Ich sag dir, das geht nicht. Du musst dich entscheiden für eine von den beiden Dingen. Abul Bara, entscheidest du, was für mich wichtiger ist? Nein, aber wer entscheidet? Allah Azza wa Jal. Hör dir diese Ayah an, Diener Allahs. Allah Azza wa Jal sagt, man kana yuridu al-ajila, ajjalna lahu fiha ma nasha, liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannam, yaslaha madmuman madhura. Wer nur die Dunya, die Freuden von diesem irdischen Leben genießen möchte, den geben wir schnell davon. Du bekommst es. So viel wir wollen und wem wir wollen. Allah hat den Risk für jeden Einzelnen bestimmt. Du kriegst das. Bitte höre die Worte von meinem und deinem Herrn. Danach haben wir die Hölle Jahannam für ihn bestimmt, in der er brennt, verdammt und verstoßen. Nochmal beides. Oder möchtest du dich doch die Akhira? Ich habe dir den Ball zugeworfen, lieber Diener Allahs. Du entscheidest. Es ist deine Entscheidung. Du kannst tun, was du willst. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. Wer nun will, er soll gläubig sein. Und wer nun will, er kann ungläubig sein. Versteh die Ayah nicht falsch. Allah Azza wa Jal sagt dir hiermit nicht, wenn du ungläubig bist, dann wirst du trotzdem in das Paradies kommen. Nein, du hast die Wahl. Aber nach deiner Wahl trägst du die volle Konsequenz für deine Wahl. Lies weiter. Wir haben für die Ungerechten ein heißes Feuer bestimmt. Entscheide, aber danach trag die Verantwortung für das, was Allah Azza wa Jal für dich bestimmt hat, lieber Diener Allahs. Ich will dir heute die Tür zum Glauben öffnen und die Tür zur Dunya schließen.
und du kriegst von der Dunya nur das, was Allah Azza wa Jal für dich geschrieben hat. Wallahi al-Azim, du kriegst nicht einen Cent mehr und nicht einen Cent weniger. Du wirst nicht ein Auto mehr bekommen und nicht ein Auto weniger. Du wirst nicht eine Frau mehr bekommen und nicht eine Frau weniger. Du wirst nicht eine Firma mehr eröffnen oder eine Firma weniger. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ. Und er wird nichts von der Dunya bekommen, der Diener Allahs, außer das, was für ihn bestimmt wurde. Renne hinter der Dunya her! Wallahi, du wirst sie nicht erreichen. Renn. Hast du nicht gemerkt, dass Allah Azza wa Jal für dich nur das bestimmt, was du auch bekommen sollst? Hast du das nicht gemerkt? Und sei dankbar, o Diener Allahs, dass Allah Azza wa Jal dich nicht reich gemacht hat. Schau mal, wenn du jetzt schon mit 3.000, 4.000 Euro hochmütig wirst, wie ist die Sache, wenn du 50.000 Euro in der Hand hast? Wie ist die Sache, wenn du 100.000 Euro in der Hand hast? Was machst du da? Bist du dann immer noch auf dem Wege Allahs? Allah schützt seinem Diener vor der Dunya, damit dieser nicht in der Dunya versinkt. Gnade von Allah. Kennst du Allah? Er weiß am besten, wenn du reich wärst, dass du aufhören würdest, ihn alleine anzubeten, und du würdest dich den irdischen Genüssen widmen und würdest die Anbetung zu Allah lassen. Deswegen bestimmt Allah, dass manche Leute ihr ganzes Leben krank bleiben. Warum? Weil wenn sie krank sind und geprüft sind, dann rufen sie nur wen? Allah Azza wa Jal. Merkst du nicht, dass es Leute gibt, wenn er krank ist, schwer krank ist, dann sagt er: Ja Allah, mache mich gesund und ich werde danach der beste Gläubige. Direkt unter der Stelle von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was passiert, nachdem Allah ihn gesund gemacht hat? Hä? Er hat vergessen, was er Allah versprochen hat. Und obwohl Allah weiß, dass er ein Lügner ist, trotzdem hat Allah ihm Gesundheit gegeben, um ihn zu prüfen, ob er das wahrhaftig machen wird, was er Allah versprochen hat. Allah. Subhanallah al-Azim. Und deswegen frage ich dich, bist du ein Gläubiger nach dem Maßstab von Allah und seinem Gesandten? Nicht nach deinem Maßstab und nicht nach dem Maßstab der Menschen. Liebe Geschwister, Allah Azza wa Jal, er lässt niemand bezeugen, dass er ein Gläubiger ist, außer dass er ihm für diese Worte auf die Probe stellt. Alif Lam Mim. Ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Meinen die Menschen, dass sie in Ruhe gelassen werden, wenn sie sagen, wir glauben. Hast du La ilaha illallah gesagt? Hast du La ilaha illallah gesagt? Dann muss Allah dich prüfen. Höre, was Allah Azza wa Jalla sagt. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Und wir werden sie so prüfen, wie wir diejenigen vor ihnen waren, geprüft haben. So wissen wir, so werden wir wissen, wer die Wahrhaftigen sind, die Gläubigen, und wer die Lügner sind, liebe Geschwister. Allah, sobald du La ilaha illallah sagst, wird er dich prüfen, ob du wahrhaftig bist. Ob du Allah Azza wa Jal nur am Rande dienst, oder ob du Allah Azza wa Jal wahrhaftig dienst. Allah subhanahu sagt, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Und es gibt welche unter den Menschen, sie dienen Allah nur am Rande. Wenn das der Glaube ist, dieser ganze Tisch, sie dienen Allah hier nur am Rande. Das heißt, immer bereit, runterzufallen. فَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ فَإِنْ أَصَابَتْهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ. Wenn ihn etwas Gutes trifft, dann ist er damit zufrieden. وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ.
Wenn aber Allah Azza wa Jal ihn mit einer Sache prüft, Krankheit, Geldverlust, Arbeit, dann siehst du, dass er sich auf seinen Fersen umdreht. Allah Azza wa Jal sagt, er verliert die Dunya und die Akhira. Das ist der gewaltige Verlust. Warum verliert er die Dunya und die Akhira? In der Dunya hätte er nur sowieso bekommen, was Allah für ihn geschrieben hat. Es gibt welche, die dienen Allah nur am Rande. Gehörst du dazu? Allah, er sagt, sie dienen ihn, aber nur am Rande. Und sie dienen Allah, also sind sie Muslime. Aber sie sind Muslime, die jederzeit bereit sind, herunterzufallen. Eine Person, er nimmt den Islam an, eine Person fängt an zu praktizieren, dann bekommt er Probleme. Mashallah, die Muslime machen uns mehr Probleme als die Kuffar. Der Erste, der dich anschreit, ist dein Vater. Mach ein Schnurrbart, kein Bart. Bete, wie wir beten, Kurde, Türke, Araber, bete nicht so, wie du betest. A'udhu billah. Wir beten, wie wer uns beigebracht hat, der Prophet Mohammed. Bei uns hatten wir eine Schwester, sie hat angefangen, ihre Religion zu praktizieren, liebe Geschwister. Und als sie nach Hause gegangen ist und sie hat sich bedeckt, wie Allah Azza wa Jal dieses gefällt, dann sagte ihre Mutter, sie waren Türken, sie sagte zu ihr, wenn du nicht sofort dein Kopftuch ablegst, dann werde ich sehr böse auf dich sein, denn wie kannst du dir erlauben, dich zu bedecken, während ich als deine Mutter unbedeckt bin? Und wer macht uns mehr Probleme? Die Muslime. Und deswegen, Allah möchte wissen, ob du wahrhaftig bist. Wirst du solche Proben bestehen? Wirst du dich von solchen Prüfungen beeinflussen lassen? Wenn du Allah nur am Rande dienst, dann ja. Aber wenn du Allah richtig dienst und Allah sieht in deinem Herzen, dass du nichts mehr begehrst, außer ihm, Wallahi, sei dir sicher, Allah wird dich befestigen. Möge Allah Azza wa Jalla uns befestigen. Prüfung ja. Sie müssen kommen. Aber Allah wird dich nur so weit prüfen, nur so stark prüfen, wie stark auch dein Glaube ist. Und er weiß am besten Bescheid, ob du einen starken oder einen schwachen Glauben hast. Ist dein Glaube stark, ist die Prüfung stark. Ist dein Glaube schwach, ist die Prüfung schwach. Schaut mal uns Armen. Allah prüft uns mit Strafzetteln, weil wir nicht mehr aushalten. Oder dass deine Frau einmal das Essen zu sehr versalzt. Das sind unsere Prüfungen. Weil Allah weiß, dass wir nichts aushalten. Gibt es Leute, die jetzt richtige Prüfungen in diesem Leben durchmachen? Prüfung, wie es zur Zeit der Sahaba gewesen ist. Ich habe einmal einen Ausschnitt gesehen, Videoausschnitt, liebe Geschwister. Da waren diese Truppen von diesem Shaitan, möge Allah Azza wa Jal ihm das geben, was er verdient, von Bashar al-Assad. Sie sagten zu einem jungen Mann, sag, la ilaha illa Assad. Niemand darf angebetet werden außer Assad. Und er war am Boden und sie waren bewaffnet. Aber er kannte seinen Herrn. Er sagte, La ilaha illallah. Und dann hast du nur noch Schüsse gehört. Aber er starb mit erhobenen Zeigefinger und wusste, wer sein Herr ist. Wirst du so geprüft werden? Allah ist gnädig zu dir. Er prüft dich nicht auf diese Art und Weise. Du wohnst hier im Warmen,
Vielleicht ist deine Prüfung, dass einmal im Monat deine Heizung ausfällt. Oder manchmal klemmt dein Schlüssel, du kriegst die Tür nicht auf. Oder ganz schlimm, du kommst an der Tischkante vorbei und zwei ganze Bluttropfen sind herausgekommen. Shahid. Zufrieden? Allah vergibt dir Sünden damit. Aber willst du anders geprüft werden? Wisse, Allah kennt dein Glauben und er weiß, was du ertragen kannst und was nicht. Und das, wallahi, lässt uns Allah noch mehr lieben, dass er uns schwache Diener nur mit dem prüft, was wir auch ertragen können. Wallahi, wir müssen Allah Azza wa Jal mehr lieben und noch mehr danken, liebe Geschwister. Lasst uns hören, wer die wahren Gläubigen sind. Allah Azza wa Jal, er hat dieses in seinem edlen Buch gelassen. Wer diese wahren Gläubigen sind, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Wahrlich, die Gläubigen sind diejenigen, die, wenn Allah erwähnt wird, dann beben ihre Herzen. Eine Frage: Hast du einmal eine richtige Gänsehaut bekommen bei dem Namen Allah? Hast du einmal eine richtige Gänsehaut bekommen? Ein Sheikh sagte, wallahi, diese Ayah ist eines der klarsten Beweise für die Einzigartigkeit Allahs. Bei wem kriegst du eine Gänsehaut, wie du es nur bei Allah bekommst? Ehrfurcht! Warst du einmal sündig gegenüber Allah? Azza wa Jal, möge Allah uns vergeben. Und plötzlich leitete dich Allah zu der Reue. ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُ. Dann hat Allah sie, die Diener, zur Reue gelenkt, damit sie auch wirklich bereuen können. Wem haben wir die Reue zu verdanken? Nicht, dass du denkst, das ist auf deine Kappe. Nein, Allah hat dich dazu gelenkt, zu bereuen, weil er dir vergeben möchte. Und niemand wird zur Reue gelenkt, außer dass Allah ihm vergeben möchte. Du hast Allah gebeten? Ja Allah! Ja Allah, du bist mein Herr. Und ich bin dein Diener. Und du hast geweint. Ehrfurcht gehabt. Dein Herz hat gebebt, weil du wusstest, wer dein Herr ist. Wer hat so einen Zustand gehabt? Wer von uns kriegt Gänsehaut, wenn er Allahs Namen hört? Wer? Ach, sag mal, La ilaha illallah. Na? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Was hast du gespürt dabei? Angenehm, Vertrautheit. Vielleicht nicht viel. Aber schaut mal. Es kommt darauf an, wie wir das sagen. Allah Azza wa Jal sagt, Ala bi dhikri la tatma'innu al-qulub. Werden die Herzen nicht nur mit dem Gedenken an Allah ruhig. Sakina. Hast du das mal ausprobiert, dass du darüber nachgedacht hast, was du gesagt hast im Dhikr? Was ist danach passiert? Wurde dein Herz ruhig, dann hast du es richtig getan. Denn wenn Allah sagt, dass unsere Herzen nur, nicht durch Tupac, Tripac, ja? Nicht dabei werden die Herzen ruhig. Oder Bach, Klassik, Bach, Mach. Nein. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub, werden die Herzen nicht nur mit dem Gedenken an Allah ruhig. Wird dein Herz ruhig, wenn du Allahs gedenkst? Frag dich. Sagt Allah uns die Wahrheit, Antwort? Ja. Aber wenn das nicht auf uns zutrifft, wo ist der Fehler? Unsere Herzen. Möge Allah unsere Herzen reinigen. Nehme dir mal die Zeit und gedenke Allahs. Und versuche Allah Azza wa Jal
mit seinem Namen zu verstehen, Subhana, dann wirst du sehen, dass sich bei dir etwas in deinem Herzen auslöst, wenn du an Allah denkst. Eine Gnade, die Allah nicht jedem gibt. Allah beschreibt die Gläubigen, wenn sie Allah Azza wa Jal erwähnen, dann beben ihre Herzen. Sie weinen. Und sie haben Ehrfurcht. Sie versinken und sagen, ja Allah, ich bin dir ein ergebener Diener. Tu mit mir, was du willst. Einer der Salaf-Gelehrten sagte, ja Allah, wenn du mich bestrafst, so liebe ich dich. Und wenn du mit mir barmherzig bist, so liebe ich dich. Liebst du Allah nach einer Prüfung? Liebst du ihn? Wenn du das Wertvollste verlierst, dein Geld? Oder dein Kind? Oder deine Frau? Manche freuen sich ja, wenn die Frau weggeht. Sagen, Alhamdulillah, endlich ist sie weg. Frage, hast du einmal eine richtige Gänsehaut bekommen, als du den Namen Allahs erwähnt hast? Allah Azza wa Jal sagt, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِمَانًا. Und wenn seine Ayat auf sie verlesen werden, Koran, dann steigert das nur ihren Glauben. Was passiert, wenn du eine Ayat vom Koran hörst? Heutzutage die Leute, sie versuchen nicht mehr zu verstehen, was im Koran gesagt wird, sondern sie gehen nach der Melodie. Weil es gibt heute Rezitatoren, mashallah, die sind eigentlich Chartjäger. Das sind keine Rezitatoren mehr, die sind mehr Sänger. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Was hat das mit Koran zu tun? Und der hinter ihm steht, der sagt, ist das unsere Religion? Einer, er sitzt beim Koran-Wettbewerb und er hört den Rezitator, der rezitiert, يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمْ هَلْ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِمْ مَزِيد. An diesem Tag, an Tage der Auferstehung, werden wir zu Jahannam sprechen, bist du voll geworden, o Höllenfeuer. Und es wird sagen, gibt es noch mehr, die ich verschlingen kann? Dann siehst du die Leute und er sagt, Allahu Akbar. Auf was hat er geachtet? Nur auf die? Auf die Stimme. Wurde der Koran dafür herabgesandt? Was bewirkt dieser Koran bei uns? Du siehst Leute, er sitzt manchmal und er sagt, während er sitzt, liebe Geschwister, und er sitzt und rezitiert vor sich, wahrlich diejenigen, die das Gebet verrichten. Und er verrichtet sein Gebet gar nicht. Aber er rezitiert es einfach, weil er denkt, das reicht. Was, wenn du eine Ayah vom Buche Allahs hörst? Was passiert in deinem Herzen? وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Sie vertrauen auf ihrem Herrn Allah Azza wa Jal. Wir haben viele Muslime, die vertrauen nicht auf ihrem Herrn Allah Azza wa Jal. Wenn er jahrelang keine Arbeit hatte, dann fängt er an, Haram zu machen. Dann sagt er, ich muss das jetzt selbst in die Hand nehmen. A'udhu billah. Was bist du in der Lage zu tun, wenn Allah dir nicht erlaubt, dich zu bewegen? Einer sagt, seit 5 Jahren suche ich nach einer Frau, ich habe keine gefunden, also suche ich mir jetzt eine Frau, nicht in der Moschee, nicht von den Tugendhaften, sondern ich schau mal, was so bei Facebook herumschlingert. Dann gibt er sich einen Namen, Bad Boy 88. Und sie heißt Libanon Girl 89. Und so kommen sie zusammen. Bad Boy und Libanon Girl. Sagt, für Allah, für Allah. Vertraut ihr auf Allah? Und schaut, wie diese Ehen sind, wo die Leute über Facebook und solche Kanäle, möge Allah uns bewahren, geheiratet haben. Schau, wie ihre Ehen sind. Ich höre das aus erster Quelle.
Wenn Allah dich versorgen will, versorgt er dich im selben Moment. Ein Bruder aus Berlin, möge Allah Azzawajal ihn segnen, hat einmal gesessen zu Hause, dann hat er gesagt, eigentlich könnte ich heiraten. Der hatte eine freie Sekunde zum Denken, dann hat er gesagt, eigentlich könnte ich heiraten. Warum eigentlich nicht? Er fragt sich selber, niemand ist bei ihm. Auf einmal klingelt sein Telefon. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Ein Bruder sagt zu ihm, weißt du, es gibt eine Schwester und ich dachte, ehrlich gesagt, an dich, weil ich weiß, du bist ein guter Bruder. Möchtest du sie heiraten? Wenn Allah dich versorgen will, hä? Ehe du deine Absicht gemacht hast, ist sie schon vor deiner Tür. Du kannst aber 10 Jahre Haram machen und du wirst trotzdem nicht heiraten. Er kriegt nichts von der Dunya außer das, was für ihn geschrieben ist. Allah beschreibt sie: الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Diejenigen, die das Gebet verrichten. Allah Azza wa Jal beschreibt die Gläubigen, sie bewahren ihre Gebete. Frage: Das heutige Fajr-Gebet am Morgen, hast du es gebetet? Ja. Hast du es gebetet? Wie viele würden wir hier aufzählen, die nicht dieses Fajr-Gebet gebetet haben? Und seid ehrlich, lieben wir Allah mehr als alles andere? Frage. Stell dir vor, du stehst in der Nacht auf, weil du krank geworden bist. Und dir ist übel und du erstickst fast. Und du weißt, es steht schlecht um deinen Gesundheitszustand. Was machst du sofort? Du ziehst dich an und gehst in das Krankenhaus. Weil du Angst um dich hast. Was aber, wenn Allah dich ruft, am frühen Morgen zu beten? Stehst du auf? Liebst du Allah wirklich mehr als dich selber? Liebst du Allah mehr als dich selber? Frage dich, sei ehrlich zu dir. Höre auf, dich zu betrügen. Lieber Diener Allahs, denn ich bin nicht hergekommen, damit ich euch beibringe, wie viele das machen, dass man sich selber betrügt. Nein, ich möchte, wie ich euch gesagt habe, die Tür zur Dunya schließen, zum Diesseits, denn dieses Diesseits wird irgendwann zu Ende gehen. Und ich möchte, dass wir ab heute eine neue Tür öffnen, die Tür zum Jenseits. Möge Allah Azza wa Jal uns versorgen mit dem Besten. Bewahrst du deine Gebete? Was, wenn du weißt, um 15 Uhr ist das Asr-Gebet? Gehst du um 14.30 Uhr heraus, obwohl du weißt, du musst in Kürze das Gebet beten und gehst erstmal shoppen? Und schaust dir diese Welt an. Wehe dir, dass du deine Gebete nach deinem Alltag richtest. Nein, du musst deinen Alltag nach deinen Gebeten richten. Dann bist du ein Gläubiger. Es gibt Leute, du sagst zu ihm, ach, das Gebet. Er sagt, da ist noch so viel Zeit. Und dieses er dehnt es so lang, dann hat er wirklich sich sehr viel Zeit gelassen, dass er gar nicht gebetet hat. Dann sagen wir ihm, الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ. Diejenigen, die das Gebet verrichten. Allah sagt nicht machen, verrichten. Bedeutet, zur richtigen Zeit beten. Mit den richtigen Pflichten, Säulen und Sunnah, liebe Geschwister. So will Allah Azza wa Jal, dass du dein Gebet verrichtest. Nicht irgendwie. Denn wisse, dieses Gebet soll dich verändern. Ein Bruder, er sagte mir einmal, hatte er einen Streit mit seiner Frau gehabt. Und seine Frau war keine Muslima. Er war verheiratet mit einer Christin von Ahlul Kitab. Und sie hatten einen Riesenstreit. Kurz darauf verließ er das Haus und ging in die Moschee und betete und kam wieder zurück. Und der Streit setzte sich dann weiter fort. Sie sagte zu ihm, eine Kafir, eine, die keine Muslima ist. Sie sagte, ich dachte, wenn ihr Muslime betet, dann ändert das was an euch. Ändert uns das Gebet?
Seien wir mal ehrlich. Ist es nicht so, dass wir manchmal das Gebet beten? Und wenn wir den ersten Schritt nach draußen gemacht haben, dann schauen wir der ersten Frau hinterher, die an uns vorbeigeht. Frage, was war das für ein Gebet? Es gibt Leute, sie stehen hinter dem Imam. Wenn der Imam etwas länger rezitiert, dann macht er Dua gegen den Imam. Im Gebet. Ja Allah, jetzt, vor meinen Augen, nimm ihn! Und er steht im Gebet. Frage, betest du wirklich für Allah? Wenn du für Allah betest, warum erträgst du das nicht standhaft? Für wen betet er? Er betet für sich selber, nicht für Allah Azza wa Jalla. الذين يقيمون الصلاة diejenigen, die ihre Gebete verrichten, wie viele Muslime, wallahi al-azim, sie sind bereit, um 2 Uhr morgens zur Arbeit aufzustehen, aber sie sind nicht bereit, um 6 Uhr morgens zum Fajr-Gebet aufzustehen. Bedeutet, was lieben sie mehr? Die Dunya. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und weh die Odina Allahs, dass du wie diese abgeirrte Schiitengruppe wirst, die dir sagen, du kannst am Abend alle deine Gebete machen. Wallahi, wisse, wenn du dieser Fatwa folgst, von diesen irregehenden Leuten, dann hast du bei Allah kein Gebet gemacht. Yawm al-Qiyamah kehrst du zu Allah zurück. Dann wird Allah dich fragen, oh mein Diener, warum hast du nicht gebetet? Du wirst sagen, ja Allah, ich habe gebetet 20 Jahre lang. Am Abend habe ich alle Gebete verrichtet. Er wird dir sagen, du hast nicht gebetet. Weil die Gebete haben ihre Zeit. Allah Azza wa Jalla sagt, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Wahrlich, das Gebet ist für die Gläubigen zur richtigen Zeit Pflicht. Zur bestimmten Zeit Pflicht. Allah sagt dir das, damit du am Abend alle deine Gebete machen kannst. Er sagt, und ich habe so geweint dabei. Weine um dich, dass du kein Gebet gemacht hast. Und gerade jetzt im Sommer, gerade jetzt, Afan im Winter, wie viele von uns verpassen mehrere Gebete? Er sagt, ich hole alle am Abend nach. Ach, glaubst du, das ist ein Kochgericht, was du später kochen kannst? Du hast bestimmte Zeiten für das Gebet. Wenn du diese Zeiten außer Acht lässt, und es gibt viele, er lässt die Zeit einfach verstreichen, kurz bevor das andere Gebet anfängt, dann betet er sehr schnell das Gebet, um es fertig zu machen. Der Prophet Muhammad sagte, Tilka salatu al-munafiqin. Das ist das Gebet der Heuchler. Bist du ein Gläubiger? Für die Menschen ja, aber lass uns dein Glaube vergleichen mit dem, was deine Religion dir gebietet, o Diener Allahs. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Und sie spenden von dem, womit wir sie versorgt haben, bedeutet, liebe Geschwister, jeder Muslim ist verpflichtet, seine Zakat zu entrichten. Wenn du Vermögen besitzt, ungefähr 1700 Euro, ungefähr, und es hat ein Jahr bei dir gelegen, dieses Geld, dann musst du darauf 2,5% bezahlen. Allahs Gesetz. Wie viele Leute tun das nicht? Schaut mal, die Leute in Syrien erfrieren im Schlaf. Stell dir vor, du schläfst und die Nacht ist so kalt, dass du mitten im Schlaf erfrierst und stirbst. Und manche lässt das kalt. Die sitzen und sagen, Alhamdulillah, Allah hat mir alles gegeben. Ist das Dankbarkeit? Innama al-mu'minuna ikhwa, wahrlich, die Gläubigen sind Brüder. Yachi, warum hast du nicht ein paar Cent für deine Brüder übrig? Aber subhanallah, wenn PlayStation 5 rauskommt, Allahu Akbar, du siehst ihn vor Mediamarkt. Er hat geschlafen in der Nacht. Und er hat riskiert, selber im Schlaf zu erfrieren. Er
ist bereit, Euros auszugeben. Warum? Weil es für seinen Spaß ist. Aber dass seine Geschwister sterben und erfrieren, lässt ihn kalt. Er soll wissen, morgen, wenn er Hilfe benötigt, wird Allah ihm nicht helfen. Möge Allah uns unsere Brüder, unsere Geschwister lieben lassen. Zahlst du deine Zakat? Zahlst du deine Zakat? Oder bist du unachtsam dessen, lieber Bruder und liebe Schwester, dass du dieses bezahlst? Jeder muss die Zakat bezahlen, der diese beiden Bedingungen erfüllt. Mann oder Frau. Wer diesen Nisab erreicht, 1700 Euro circa, und dieses Geld ein Jahr gelegen hat, so zahlt er darauf 2,5%. Das sind 40 Euro. Willst du ihn hinterherweinen? 40 Euro, damit Allah dein Geld noch mehr segnet. Denn mit dieser Zakat reinigt Allah dich und dein Geld. Aber du siehst ihn, er möchte das nicht bezahlen. Subhanallah al-Azim. Und Allah Azza wa Jal sagt, Ulaika humul mu'minuna haqqa. Das sind wahrlich die wahrhaftigen Gläubigen. Allahu Akbar. Ihr Herz bebt, wenn Allahs Name erwähnt wird. Ihr Glaube steigt, wenn sie den Koran hören. Sie achten auf das Gebet. Liebe Geschwister, und damit schließen wir ab. Ahlus Sunnah wal Jama'ah, sie sagen nicht irgendetwas über den Iman, über den Glauben, sondern sie sagen, der Glaube ist das Aussprechen mit der Zunge. Was sprichst du mit deiner Zunge aus? Hä? La ilaha illallah, alles? Muhammad Rasulullah. Und du verinnerlichst diese Überzeugung wo? Im Herzen. Und du übersetzt diese Überzeugung und was du gesagt hast mit deinen Taten. So ist der Glaube von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Bedeutet, es sind zwei Wörter, die du dir merken solltest. Sagst du La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, und du hast das nicht im Herzen verinnerlicht und du tust nichts dafür, für diesen Glauben, dann wisse, du bist ein Heuchler. Wie? Ich habe La ilaha illallah gesagt. Die Heuchler auch. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لا لكاذبون. O Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn die Heuchler zu dir kommen, wenn die Heuchler, und Allah kennt die Herzen am besten, wenn die Heuchler zu dir kommen, dann sagen sie, du bist der Gesandte Allahs. Allah sagt, Allah weiß, dass du sein Gesandter bist. Und Allah bezeugt, dass diese Heuchler nichts anderes als Lügner sind. Weil du La ilaha illallah gesagt hast, bist du ein Muslim? Antwort nein. Okay, wir holen einen Chinesen. Wir sagen ihm, sag mal La. Er sagt La ilaha illaha illa illa illallah. Ist er jetzt ein Gläubiger? Der hat gelacht darüber, das war ein Spaß für ihn. Es sind die gewaltigsten Worte, die du in deinem Leben gesprochen hast. Wallahi al-Azim. Du sprichst keine gewaltigeren Wörter in deinem gesamten Leben als La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nochmal, ich möchte, dass du das verstehst. Sagst du La ilaha illallah? Gibt es viele Muslime, die La ilaha illallah sagen? Antwort? Ja. Passt auf. Er betet nicht. Er fastet nicht. Er macht sich lustig über die Religion. Er hasst die Gläubigen. Frage, wo ist sein La ilaha illallah? Wo? Aber wenn du La ilaha illallah sagst und du verinnerlichst das im Herzen und du setzt das mit den Taten um, dann die frohe Botschaft, O Diener Allahs, du bist ein Gläubiger. Möge Allah Azza wa Jalla uns unter den Gläubigen schreiben, liebe Geschwister. Ich möchte euch das verdeutlichen. Einmal gab es eine Schlacht zwischen den Muslimen und den Kuffar. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er verteilte danach die Kriegsbeute, liebe Geschwister. Dann kam einer der Gefährten der Sahaba und er sagte, A'ti fulanan, fa innahu mu'min.
gib von der Kriegsbeute auch denen ab, bedeutet ein Kollegen, ein Gefährten. Denn er ist ein Gläubiger. Schau mal, was der Prophet sallam sagte. Oh Muslim, vielleicht ist er doch nur ein Muslim. Nicht jeder Muslim ist ein Mu'min, Gläubiger. Ein Muslim, er mag beten und fasten und zum Hajj pilgern und seine Zakat bezahlen, aber seine Taten sind katastrophal. Er lügt, er betrügt, er klaut, er beschimpft. Er fürchtet Allah nicht. Er sündigt am Tag, wie er sündigen möchte. Gläubiger? Nein. Ein Gefährte sagte, gib diesen Mann, der mit uns in der Schlacht gekämpft hat, ja Rasulallah, gib ihm etwas von der Kriegsbeute, denn er ist ein Gläubiger. Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Vielleicht auch nur ein Muslim. Bedeutet, deine äußerlichen Taten sehen wir, aber was du im Herzen hast, weiß nur Allah. Und ich stelle dir zum Schluss nochmal die Frage, bist du ein Gläubiger, wie Allah Azza wa Jal ihn möchte? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unter den Gläubigen schreiben. Möge Allah Azza wa Jal uns unsere Sünden vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Eigenschaften der Gläubigen annehmen lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen reinigen von allem, was er nicht liebt. Subhana, habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Da ist die Organisation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bevor die Fragerunde abgeht, ihr könnt also Chef Ahmed Fragen stellen. Wollte ich euch darauf aufmerksam machen, dass wir in Kürze viele, viele Bücher holen von Forstheim, inshallah, und von Köln. Und wir möchten Geld sammeln, um die Fahrtkosten begleiten zu können und auch um die Bilder zu bezahlen, um die Bücher zu bezahlen, inshallah. Und mit diesen Spendengeldern veranstalten wir inshallah weitere Veranstaltungen und führen die Islam-Infostände durch. Und wer geben möchte, das Geld ist herzlich willkommen und wird auf alle Fälle gebraucht. Barakallahu fikum. Und es gibt auch noch eine Kleinigkeit zu essen, inshallah, also laufen nicht gleich weg danach. Und ich habe gehört, es gibt jemanden, der möchte den Islam annehmen. Stimmt das? Ja. Dann komm doch einfach mal. Ja, nach dem Vortrag jetzt ist das natürlich sehr. Sag nicht, ich hab's dir schwer gemacht. Hallo. Hallo. Wie ist dein Name? Michael. Michael? Michael. Michael. Ja. Also auf Arabisch, erstmal sollten wir den Gast fragen. Möchtest du aufgenommen werden? Ja, ich möchte. Okay. Dürfen, ja? Er hat es erlaubt. Na. Was bedeutet Michael bei uns in der Sprache? Was sagen wir? Michael. Das heißt, diesen Namen habt ihr auch bei euch. Michael. Ich weiß, es ist nicht leicht hier zu sitzen. Ja. Yeah. Und ich höre das auch an deinen Atemgeräuschen. Es fällt dir nicht leicht, vielleicht das gleich auszusprechen, was dein Leben mit Sicherheit verändern wird. Aber ich mache dir, bevor du diese Worte sprichst, bi'idhnillah ta'ala, eine schöne Botschaft. Sprichst du diese Worte aus und du beabsichtigst damit nur das Wohlgefallen Allahs und bist bereit, ab heute dein Leben zu ändern, so wisse, Allah hat dich zu diesem Weg geleitet, weil er dich in seine Nähe bringen möchte und dich in das Paradiesgarten eingehen lassen möchte. Bist du bereit dafür? Ja, bin ich. Frage. Und das ist eine sehr wichtige Frage von mir. Du siehst, in dieser Zeit ist der Islam bekämpft. Und du siehst, dass wir nicht viele Freunde haben. Und dass viel über uns gelogen wird. Warum gerade in so einer Zeit möchtest du diese Religion annehmen?
Ich möchte die Religion annehmen, weil ich 40 Jahre auf der Suche war. Ich war religionslos. War aber innerlich auf der Suche. Und Allah hat mich in den Sudan geführt, hat mich zu Menschen geführt, in denen Augen ich die Liebe zu Allah gesehen habe. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Und ich fühle mich von Allah geleitet und bin froh, dieses Gefühl in mir zu haben, zu Hause ankommen zu dürfen, weil ich glaube, dass diese Suche nach Allah mich mein Leben lang begleitet hat und mir alle Schwierigkeiten gegeben hat, die ich hatte, die wahrscheinlich nicht gewesen wären, wenn ich Muslim oder Allah schon gefunden hätte und Allah gedient hätte. Und in dem Sinne möchte ich diesen Weg zu Allah gehen. Allah Azza wa Jal sagt, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَ. Derjenige, der an Allah glaubt, so leitet Allah sein Herz recht. Und wer auf dem Weg nach der Wahrheit ist, ist auf der Suche nach Allah Azza wa Jal. Und weil Allah Azza wa Jal in dir etwas Gutes gesehen hat, so hat er dich zu diesem Weg geleitet. Allah Azza wa Jal sagt, وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. Hätte Allah in ihnen etwas Gutes gefunden, wenn es auch nur ein Körnchen ist, aber Allah lässt es aufblühen, dann leitet er sie zu diesem Weg. Deswegen, bi'idhnillah ta'ala, bevor wir dir alle gratulieren und bevor die Bärte alle dein glattes Gesicht streifen werden, sprichst du die wunderbarsten Worte deines Lebens aus. Ashadu. Ashadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illa. Illa. Allah. Allah. وأشهد أن محمدا رسول الله الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله. Das ist das schönste Geschenk, was Allah Azza wa Jal uns heute geben konnte. Und wallahi, wenn ich diese 500 Kilometer nur aus diesem Grund gereist bin, dann möge Allah Azza wa Jal von uns annehmen. Alhamdulillah. Ich würde dich mal ein bisschen knuddeln. Alhamdulillah. Takbir! Grüß euer Bruder Michael. Ich glaube, er will ab heute Michael heißen. Heißt er schon Michael? Herzlich willkommen. Können wir alle gratulieren, Reyes. Na, auf, los!